Reise morgen früh um 8.20 Uhr steigst du ein in deinen Zug und um halb 10 Uhr bist du da. Ach, am liebsten möchte ich bei deinem Zug Lokomotive sein, dann wäre ich dir schon etwas früher nah. Ach, Luise, könnte ich bei deiner Eisenbahn die Schiene sein, dann wüsste ich auch, dass du sicher fährst. Oder wäre ich vom Bahnhofsvorstand das Trompetelein, dann wüsste ich genau, dass du mich auch erhörst. Ach, Luise, kein Mädchen ist wie diese. Diese Anmut, dieser Charme, dieses Timbre macht mich rasend, ob es Mai oder Dezember. Oh, Luise, das bleibt meine Devise. Und legt man dich herein zur Ruhe, dann legt mich auch dazu. Ich bin fürchterlich rein, ich bin schrecklich mondän. Und was immer ich tu, sagt man, wie schön. Ich bin riesig bekannt und bin grässlich beliebt. Und was ich will, das ist schick, weil es nicht meinesgleichen gibt. Ich bin sicher nicht reich, ich bin nicht comme il faut. Doch ich bin über eins von Herzen froh. Mir genügt, was ich bin. Mir genügt, was ich hab, davon beißt mir kein Mensch, selbst sie nicht etwas ab. Wen klein und bescheiden das Leben berief, muss Höhen vermeiden, dann fällt er nicht tief. Wen klein und bescheiden das Leben berief, muss Höhen vermeiden, dann fällt er nicht tief. Ach, das ist der Standpunkt einer pauvren Kreatur. Du weißt, ich bin keine Kämpfernatur. Mein Kind, man muss wollen, dann wird es gelingen. Die Zukunft, das Glück lässt sich zwingen, glaub mir. Spazieren. Die Bernardiner gehen charmant auf allen Vieren. Da kam ein Dackel dazu und seufzte zärtlich, ach du. Ich fühl im Herzen ein Mordsdebakel. Ich bin ein Dackel und ich lieb dich, großer Lackel. Der Bernardiner, der sprach nur kühner und jetzt hör mich an, du blöder Hund. Was hast du schon davon, dass ich dich liebe? Was hast du schon davon? Selbst wenn ich dir mein ganzes Herz verschriebe, was hast du schon, was hast du schon davon? Ich liebe einen Dobermann, der schwarz ist wie ein Moor. Selbst wenn ich ihn verlassen wollt, wie stellst du dir das eigentlich vor? Was hast du schon davon, dass ich dich liebe? Was hast du schon davon?
Es geht nicht immer und alles so glatt, wie man will, es treten Hemmnisse auf. Noch bevor man am Ziel, soll man es lassen, darum, ich Gott bewahrt, anstatt grad probiert man's krumm. Gewiss, der Weg ist nicht neu, doch der Vorschlag ist kühn und der Franzose nennt das Corrigé la Fortune. Mit bloßer Anständigkeit kommt man nur selten auf einen grünen Zweig. Tja, man macht ein Hokuspokus-Fidibus, das ist oft das Einzige, das helfen muss, denn das ist die patentierte neue Schleife. Mit ein bisschen Wendigkeit und Windigkeit, mit ein bisschen Zauber und Geschwindigkeit helf ich diesen Kindern jetzt aufs Neue. Jetzt geht es bald auf Hochzeitsreise, drum auf Wiedersehen. Wir hoffen eines nur, ihr sagt es bei der Frau.